Ja, noch einmal, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist für mich wirklich ein Privileg, an diesem Tag mit euch allen hier nachzudenken über unseren Glauben. Und ich habe das wahrgenommen vom Georg und von denen, die hier vorbereitet haben, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn sich durch diese Tage zieht. Und ehrlich gesagt, es ist ein Gleichnis, das mich schon ganz, ganz, ganz lange beschäftigt und immer wieder neu beschäftigt. Und ich möchte mit euch ein paar Dinge teilen, die ich glaube, die darin wichtig sind. Ein Aspekt, um den es, glaube ich, wirklich geht, ist die Frage nach Freiheit. Jeder von euch, ich glaube, es gibt überhaupt keinen jungen Menschen, der nicht frei sein möchte. Und jeder, der das im Herzen spürt und dann einmal ernsthaft fragt, was ist eigentlich Freiheit, der hat sofort ein Problem. Muss man ehrlich sagen. Also ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Wahrscheinlich gibt es ganz viel von unter euch, denen ist die eigene Familie ein bisschen peinlich, oder? So die eigenen Eltern, Tanten, Onkel, Großeltern, ein bisschen peinlich, oder? Wem ist die Familie peinlich? Es sind gar nicht so viel. Ja, ihr traut es euch jetzt bloß nicht, weil es im Fernsehen kommt. Gell? Ja. Okay. Also, ich muss ehrlich sagen, mir war meine eigene Familie zwischendrin auch einmal peinlich. So zwischen, eigentlich erst zwischen 16 und 20 vielleicht. Warum? Ich wollte ganz coole Sachen machen, verrückte Sachen machen, die keiner in meiner Familie toll fand. Ich bin gern per Anhalter verreist durch ganz Europa. Alle hatten Angst und sagen, jetzt spinnt er. Ich habe, weiß ich was, Clownerei gelernt und habe dann auf der Straße den Clown gegeben, weil ich Geld verdienen musste. Und das fanden meine Leute in der Familie auch nicht alles so toll. Und ich habe mich zum Beispiel für Reptilien interessiert. Geckos und Kröten und Frösche, Amphibien auch natürlich und Schlangen, und das fand meine Familie auch nicht so toll. Und dann fand ich halt meine Familie in dem Moment auch nicht so toll. Und bin irgendwie, habe mich innerlich entfernt, habe mir die gesucht, die irgendwie auch so cool sind, wie ich mir eingebildet habe, dass ich bin. Und dann habe ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, so im Alter von Anfang 20 eine gute Freundin so im Medienbereich gehabt. Ich war dann als junger Journalist tätig und die hat mir dann einmal an einem langen Abend erzählt, wie toll sie das findet, wie sich ihre Familie, die ganze Familie, um die schwerkranke Oma kümmert. Und sie, auch wenn sie ihr was kostet, fährt jedes Wochenende heim, ihre eigene Mutter kämpft da und ist oft nachts beschäftigt. Und die ganze Familie steht zusammen und kümmert sich um die Oma. Mein Lieben, da habe ich plötzlich wieder verstanden, dass ich zu meiner Familie völlig ungerecht war und was das eigentlich für ein Wert ist, wenn man eine Familie hat, die zusammenhält. Ich möchte mit euch das Gleichnis vom verlorenen Sohn ein bisschen durchgehen und die Frage nach der Freiheit noch einmal aufgreifen. Und vielleicht hilft euch ein bisschen eine Unterscheidung. Eine erste Form von Freiheit, die jeder kennt, oberflächlich, ist die Willensfreiheit. Ich kann wählen. Ihr habt heute 70 Workshops gehabt und habt gesagt, gehe ich zu denen, gehe ich zu denen, gehe ich zu denen. Ich bin frei, ich kann hingehen, wohin ich will. Willensfreiheit ist irgendwie das machen zu können, was man will. Die Frage ist natürlich sofort, weiß man eigentlich immer gleich, was man will? Das ist auch wieder nicht so einfach. Aber Willensfreiheit ist zunächst einmal eine Form. Die zweite Form ist Handlungsfreiheit. Das bedeutet, ich bin frei von etwas, was mich eigentlich einschränkt. Also, wenn du in Österreich auf der Straße mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren willst, kannst du nicht einfach links fahren, weil bei uns fährt man rechts, in England fährt man links. Selbst wenn du es wolltest, das geht nicht lang gut. Oder wenn du in deiner Familie bist und denkst dir, also heute
abends könnte man mal beim Abendessen, könnte ich mal auf den Tisch tanzen und fände es eigentlich super. Es finden die anderen wahrscheinlich nicht so super und du denkst, es macht man einfach nicht. Ne? Also Handlungsfreiheit hat man nicht immer, weil manche Bestimmungen, Abmachungen, Gesetze, vielleicht auch Einschränkungen in deiner Psyche oder in deinem Körper schränken dich ein. Du willst Fußballprofi werden, aber leider fehlt dir die Begabung oder du bist beinamputiert oder irgendwas, kannst du es nicht machen. Bist du nicht handlungsfrei. Das sind Dinge, die wir alle irgendwie verstehen und trotzdem merken wir, wenn du alles machen könntest, was du willst, wozu du gerade Lust hast, bist du am Ende wahrscheinlich mehr versklavt als wirklich frei. Beispiel, du liebst es, Gummibärchen zu essen und du könntest den ganzen Tag Gummibärchen in dich reinhauen. Und deine Mutter sagt, hey, iss doch mal Gemüse, ist so super. Und du denkst dir, wah, Gemüse. Und deine Mama ist die letzte Tyrannin, weil sie dir dieses blöde Essen reindrücken will. Wenn du immer nur Gummibärchen isst, dann kannst du irgendwann mal dich nicht mehr bewegen oder musst irgendwie aus der Tür rollen oder ich, keine Ahnung. Also, na, ja, ist ja schön. Na, ich habe ein ernsthaftes Thema, Freiheit, gell? Also nicht automatisch alles tun, was man will, macht einen wirklich frei. Ich biete euch ein Angebot von einer Formulierung von Freiheit, das tiefer liegt. Eine Formulierung, die tiefer liegt. Freiheit ist im Herzen eines anderen man selbst sein können oder man selbst werden können. Habt ihr schon alle mal gefühlt, wahrscheinlich in der Nähe von meinem besten Freund, von meiner besten Freundin, da kann ich einfach sein. Der lässt mich, die lässt mich einfach so sein, wie ich bin. Oder wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Familie hast und dir nicht alle peinlich sind und du kommst heim, du kannst einfach sein. Und es ist mehr als nur machen wollen, was man will. Im Herzen eines anderen sein können, wer man ist und werden können, wer man ist. Weil wir müssen alle auch noch werden, wer wir sind. Reifer werden, tiefer werden. Ein ganz wichtiger Aspekt von Freiheit. Wenn ich das jetzt sage, merken wir plötzlich, da geht es immer um die Qualität von Beziehung. Also, nehmen wir mal wieder deine Familie, im Herzen des anderen sein können, wer man ist. Da gehst du gerne hin. Okay, jetzt nehmen wir mal an, du verliebst dich, entscheidest dich zu heiraten, merkst vielleicht irgendwann, es ist vielleicht doch nicht so ganz der Typ oder die Frau, die ich haben wollte. Irgendwie wird es mit der Liebe schwierig. Obwohl du gedacht hast, wenn ich diese Person heirate, dann bin ich bei ihr daheim. Und jetzt merkst du plötzlich, ich bin gar nicht mehr so daheim. Und auf einmal ist diese Bindung, die durch so eine Partnerschaft entsteht, fast wie eine Fessel, wie eine Kette. Wenn die Liebe verschwindet, das Wohlwollen verschwindet, dann wird die Beziehung zu etwas, was dich abhängig macht, wo du fühlst dich unfrei. Das kann passieren, meine Lieben, und es passiert wahrscheinlich ganz oft bei uns in unseren Beziehungen, dass wir uns auf Bindung einlassen, in der Hoffnung, in deren Gegenwart, werde ich frei und auf einmal fühlst du dich versklavt, weil die Liebe verschwunden ist. Das führt mich zu dem Punkt, unsere Beziehungen. Ich habe neulich ein Interview gelesen, fand ich wirklich interessant. Ein Interview von Brad Pitt. Kennen die Jüngeren nicht mehr ganz so gut? Wer kennt Brad Pitt? Ja, okay. Wer kennt Angelina Jolie? Yeah, okay. Also,
Brangelina, das Traumpaar Hollywoods. Die schönsten Menschen der Welt, haben sie gesagt. Hatten alles. Ruhm, Reichtum, tollen Beruf. 6 Kinder, 3 haben es adoptiert und 3 haben es selber bekommen. Und da haben wir uns gedacht, ja wunderbar, ja wenn es die nicht schaffen, wer schafft es denn dann? Die haben ja alles. Schönheit, Reichtum, Ruhm, Familienleben, gell, das in der Welt ausgebreitet wird, jeder kann das verfolgen. Und dann vor einem halben Jahr, glaube ich, irgendwann heißt es plötzlich, es ist aus. Es ist aus mit Brangelina. Und Brad Pitt gibt ein Interview, Überschrift, deswegen habe ich es gelesen. Die Überschrift lautete, die Wahrheit ist, wir sind doch alle nicht gut in Beziehungen. Haben wir echt gedacht, Brad Pitt, hast du was gelernt? Brad Pitt ist ein Checker. Warum ist es die Wahrheit, wir sind doch alle nicht gut in Beziehungen? Ja, wahrscheinlich, weil wir ganz leicht dazu neigen, in unseren Beziehungen immer erst einmal an mich zu denken. Ja, ich habe als Jugendlicher Bücher über Freundschaft gelesen und fand es großartig, Freundschaft miteinander leben. Freundschaft, da hieß es, die freuen sich am Erfolg des anderen und leiden mit, wenn es dir schlecht geht. Und ich habe mir dann gedacht, es wäre ja super, wenn die mit mir leiden, wenn es mir schlecht geht und sich mit mir freuen, wenn es mir gut geht. Aber selber mit dem anderen leiden, wenn es ihm schlecht geht, ist schon eine Nummer schärfer. Gell? Und sich, wenn mein Klassenkamerad eine richtig gute Note hatte und ich eine miese, war das mit dem Freuen für ihn auch nicht so ganz einfach. Kennt ihr, oder? Ja, ist okay, kennen wir. Also Freundschaft ist eine echte Herausforderung. Die Wahrheit ist, wir sind alle nicht so gut in Beziehungen, sagt der Brad Pitt, und der muss es wissen. Also, der verlorene Sohn im Gleichnis. Denkt euch eine jüdische Familie, vielleicht einen Großgrundbesitzer, einen großen Gutshof. Wir lesen im Gleichnis, dass der Vater Diener und Knechte und Tagelöhner hatte. Offensichtlich großer Betrieb. Wahrscheinlich waren es gläubige Leute. Jesus erzählt es in einen gläubigen Kontext hinein. Und jetzt war das wahrscheinlich, gell, für den Jüngeren, jeden Tag in der Früh aufstehen, vielleicht gemeinsames Gebet, Maloche auf dem Hof. Der Vater ist der Chef, wir haben schwer zu arbeiten. Und der Sohn denkt irgendwann, nee, das ist nicht mein Leben. Ich will frei sein. Mir steht doch hier was zu. Und sagt, Vater, gib mir meinen Anteil. Und dann lesen wir im Text, er geht in ein fernes Land. Der Vater gibt es ihm ohne Widerspruch, gell? Das ist ganz was Besonderes. Der teilt einfach das Vermögen an beide auf und gibt es ihm. Er geht in ein fernes Land. Wahrscheinlich ist mit dem fernen Land mitgesagt, dass er ins Land der Ungläubigen geht. Weil Israel war ein relativ überschaubares Gebiet. Kein Glaube. Ich will ganz ich selbst sein. Und nicht mehr gebunden an meinen Vater, der mir irgendwie lästig ist, der mir peinlich wird, der mir nur, ich bin fremdbestimmt vom Vater und seinem Hof und diesem Betrieb hier. Ich will frei sein. Ich will machen, was ich will. Mit meinem Geld, das ich jetzt endlich zur Verfügung habe. Und dann heißt es, er verschleuderte sein Leben, also sein Vermögen und lebte ein zügelloses Leben. Der ältere Sohn wird nachher sagen, er hat sein Geld mit Dirnen durchgebracht. Das heißt, er ist ins Bordell gegangen. Der hat sich Sex gekauft, der hat sich Beziehungen gekauft. Der hat das Geld ganz schnell durchgebracht. Interessant. Er hat die Ursprungsbeziehung verlassen, wollte er selbst sein, frei sein und konnte nicht anders Beziehung leben als durch
verkaufen, abhängig machen, den anderen an sich binden, nicht durch Freundschaft, sondern durch Festmachen, den anderen abhängig machen von sich. Also eigentlich stellt sich diese Freiheit, sobald die Not kommt, als Sklaverei heraus. Es ist nur die Kehrseite von dem, was er da erlebt. Es kommt die Hungersnot, sein Geld ist weg. Und dann heißt es, und er hängte sich an einen Bürger des Landes, ob er ihn nicht wenigstens zum Schweinehüten anstellen würde. Und das Wort, das im Griechischen da steht, heißt, er klebte sich an ihn. Also im Grunde, so wie er vorher sich Beziehungen gekauft hat, Liebe gekauft hat, klebt er sich jetzt umgekehrt an den, der ihn hoffentlich rettet. Und dann sitzt er im Schweinestall. Und meine Lieben, der Schweinestall für einen gläubigen Juden ist buchstäblich der allerletzte Dreck. Es ist der allerletzte Dreck. Er sitzt richtig in der, darf man als Bischof nicht sagen, aber da sitzt er drin. Da sitzt er drin. Volle Kanne. Nicht einmal das Futter von den Schweinen darf er essen, weil es ihm niemand gegeben hat. Das heißt, wahrscheinlich ist er noch der Knecht vom letzten Knecht, derjenige, der sagt, mit dem Futter gehst du jetzt zu den Säue. Keiner hat ihm davon gegeben. Manchmal, meine Lieben, kann so eine Not eine unfassbare Gnade sein, wie für den jüngeren Sohn. Dann heißt es nämlich plötzlich, er ging in sich. Er ging in sich und in dem Augenblick, in dem er in sich gegangen ist, gerade mit niemandem gesprochen hat, im Schweigen war, plötzlich bricht in ihm die Gegenwart seines Vaters im Herzen auf. Und er sieht sich plötzlich so, wie er wirklich ist. Er sieht sich mit den Augen des Vaters und sagt, ich gehe heim. Ich gehe heim zum Vater, obwohl ich wirklich ein Mistkerl bin. Ich habe alles durchgebracht. Ich bin nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Und jetzt gehe ich heim und bitte ihn, dass er mich wenigstens zu einem seiner Knechte macht. Das erfährt er in der Not, im In-sich-Gehen, wo er spürt, so wie ich es versucht habe, machen, was ich will, Geld verschleudern, wie ich will, so werde ich nie frei. Und er geht heim. Und er spürt im Grunde, dass er im In-sich-Gehen, das ist schon der Anfang vom Daheimsein. Meine Lieben, ein Wort zu diesem In-sich-Gehen zu uns allen hingesprochen. Wir alle sind Teile dieser Gesellschaft, dieser Welt und jetzt sage ich ganz bewusst auch dieser Medienwelt, in der wir leben. Wahrscheinlich haben 95% von euch ein Handy und ein Computer mit Internetempfang und ein Fernseher und all das. Und all das hat auch was Gutes. Aber ich bin sicher, jeder von euch spürt auch, dass das auch versklaven kann. Dass es dich auch abhängig macht. Ich spüre das auch, weil ich in meiner Arbeit auch abhängig bin von den Dingen und natürlich neige ich dazu, selber immer wieder auch die Seiten anzuschauen, wo es um mein Bistum geht, meine eigenen Seiten und so weiter und immer wieder zu schauen, was machen eigentlich die anderen und sowas. Und ehrlich gesagt, mein Lieben, ich glaube, wenn wir nicht lernen, mitten in dieser Flut, in dieser Ablenkung, in diesem ständigen seine Bedürfnisse, seine vordergründigen Bedürfnisse befriedigen wollen,
wenn wir nicht lernen, in uns zu gehen, auch ins Schweigen zu gehen, dann versklavt uns diese Welt mehr und mehr. Ich glaube wirklich, dass es heute an der Zeit ist, sowas wie Menschen zu werden, die die Stille kennen. Wisst ihr, es ist auch wunderbar, dass ihr hier Lobpreis lebt und Gott lobt, weil er allen Lobes würdig ist. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass die wichtigsten Ereignisse im Christentum ins Schweigen der Nacht hineingesagt werden? Jesus wird geboren in Bethlehem in der Nacht. Keiner nimmt's wahr. Jesu Auferstehung vollzieht sich in der Osternacht im Schweigen. Die Welt schweigt, Gott tut das Entscheidende. Christus verstummt am Kreuz und sein Tod ist die fruchtbarste Hingabe für die Welt, wo er nichts mehr sagt. Meine Lieben, ich will einfach nur darauf hinweisen, wenn wir Menschen werden, die Schweigen lernen, und Schweigen heißt nicht einfach nur stumm sein oder nur still sein, sondern es heißt Hörende werden, dann lassen wir uns mehr und mehr von dieser Welt versklaven und leben, obwohl wir meinen, frei zu sein, in der Unfreiheit. Das ist auch eine Lektion, die wir von dem in sich gehen des jüngeren Sohnes lernen können. Der Sohn sieht sich auf einmal, der jüngere Sohn sieht sich auf einmal im Licht des Vaters. Das heißt, in dem Augenblick bereut er. In dem Augenblick bereut er und merkt, das war nicht in Ordnung. Ich war ein alter Egozentriker und ich bin es irgendwie immer noch. Es geht nur um mich und mein Vergnügen und meine Bedürfnisse. Und ich spüre, das ist unrichtig, macht mich unfrei und versklavt mich. Und wir sehen auch, wie er zu einem klaren und wahrhaftigen Bekenntnis kommt. Ich bin nicht mehr wert, der Sohn meines Vaters zu sein. Ja, müsste man sagen, eigentlich hast du recht. Eigentlich hast du recht. Er ist wahrhaftig zu sich selber. Meine Lieben, in der Figur des Vaters, den uns Jesus da vorstellt, wird immer wieder beides sichtbar. Jesus erzählt uns eine Art Gleichnis vom Reich Gottes und davon, wie der Vater im Himmel ist. Und ein Aspekt von dem, was wir Sünde nennen, ist Entfernung von Vater. Leben in der Fremde. Er ging in ein fernes Land. Er wollte mit dem Vater nichts mehr zu tun haben. Leben, als ob es den Vater nicht gäbe. Der erste Aspekt von Sünde ist sich von Gott entfernen. Der zweite Aspekt von Sünde, die böse Tat, die Lüge, der Neid, der Hass, der Ehebruch, der was auch immer, all diese Taten sind erst die Folge davon, dass ich nicht im Herzen des Vaters lebe. Also die Sünde hat diese zwei Aspekte. Entfernung von Gott, rausfallen aus der Beziehung, von uns her, von Gott her kannst du nie aus der Beziehung fallen. Und dann folgt daraus die böse Tat. Und jetzt kommt ein wichtiges Detail, das mir aufgefallen ist, wo ich den Text noch einmal durchgegangen bin. Da steht zweimal, ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen, und dann steht, er stand auf und ging heim zum Vater. Und das griechische Wort, das da steht, im Original heißt Anastas. Und es ist ein griechisches Wort, das auch benutzt wird für Auferstehung. Anastasis, sagen die Griechen, für die Auferstehung. Die Anastasia ist ein Name, vielleicht heißen manche unter euch Anastasia. Das heißt Auferstehung. Wer heißt Anastasia? Gibt es welche? Na, sehe ich keine. Die es heißen, herzlichen Glückwunsch. Da steht Anastas, und warum ist es wichtig? Weil der Vater nachher
auch zweimal sagen wird, mein Sohn war tot und er lebt wieder. Das heißt, die Entfernung vom Vater ist wie eine Art Totsein mitten im Leben, wo du denkst, das ist die Fülle des Lebens. Du bist weg von der Quelle des Lebens. Und im In sich gehen spürt er, ja, bei meinem Vater bin ich eigentlich daheim. Und er steht auf, Anastas, und geht heim. Und meine Lieben, das Heimgehen ist ein Akt der Reue. Warum? Naja, wahrscheinlich geht er da vorbei an den Bordellen, wo er sich vergnügt hat. Vielleicht geht er vorbei an dem, der ihn da jetzt noch beschäftigt hat und bezahlt hat und ihm nichts zu essen gegeben hat. Und vielleicht durchlebt er das alles noch einmal auf seinem Heimweg und kehrt trotzdem um und will heim zum Vater. Und jetzt, meine Lieben, jetzt kommt eigentlich der schönste Aspekt, weil, wisst ihr, die Geschichte ist ja von Jesus erzählt. Und ich glaube ehrlich, das kostbarste Wort, das Jesus uns schenkt und die kostbarste Offenbarung, die er uns schenkt, heißt Vater. Ich hätte so gerne mal gehört, wie das klingt, wenn Jesus Vater sagt. Hast du schon mal gehört, wie das klingt, wenn jemand deinen Namen sagt, der dich wirklich gern hat? Das klingt völlig anders, als wenn jemand eine Liste vorliest, der dich beim Schulsport aufruft. Huber, Max, ja, bin da. Okay. Aber wenn jemand, der dich gern hat, sagt, Max, und es kommt ihm aus dem Herzen, weil er was von dir erkannt hat. Wie schön ist das? Wie muss das geklungen haben, wenn Jesus vom Vater erzählt hat? Das hätte ich so gerne mal gehört. Der Vater. Und jetzt stellt euch vor, er beschreibt in diesem Vater auch seinen Vater. Was ist das für einer? Da kommt dieser Typ, der das Vermögen verschleudert hat, die Hälfte vom Vermögen, kommt heim, hat es verjubelt, verhurt, verprasst, weiß ich was, wahrscheinlich zerlumpt aus dem Schweinestall, stinkt wie ein Iltis. Und der Vater heißt, sieht ihn schon von Weitem. Das heißt, der hat wahrscheinlich immerfort gewartet. Wann kommt er denn endlich? Wann kapiert es endlich, wie sehr ich ihn gern habe? Der Vater hält Ausschau. Er wartet immer. Und dann sieht er ihn von Weitem und dann heißt es, er hat Mitleid mit ihm. Das heißt, der Vater weiß schon von der Weitem, meinem Sohn geht's richtig dreckig. Dem geht's richtig dreckig, aber jetzt kommt er. Er kommt wieder heim. Und dann heißt es, und er rennt ihm entgegen. Meine Lieben, für einen orientalischen Gutsherrn ist es eine völlig irrsinnige Verhaltensweise. Ein orientalischer Gutsherr mit vielen Angestellten und Reichtum, der schreitet bestenfalls oder er lässt sich bedienen. Aber der alte Mann rennt ihm entgegen, fällt ihn um den Hals, küsst ihn, liebkost ihn. Papst Franziskus wird nicht müde, von der Zärtlichkeit des Vaters zu sprechen, die er empfindet. Und ja, der Sohn sagt sein Bekenntnis: Vater, ich habe mich gegen dich und gegen den Himmel versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Taglöhner. Und was sagt der Vater? Schnell das allerbeste Gewand, der schaut aus wie der Letzte da, das beste Gewand raus. Den Ring, die Schuhe, das sind alles Würdezeichen. Du bist wieder mein Sohn. Du gehörst hier zum Königreich dieses Hofes. Du gehörst zu mir, bist mein Nachfolger. Er gibt ihm die Würde zurück,
mit diesem Gewand, mit dem besten Gewand. Wisst ihr, dass wenn ihr getauft worden seid, dass zum Taufritus gehört, dass ihr ein weißes Gewand angezogen bekommt oder drüber gelegt, wie man es halt im Ritus macht? Warum? Weil ihr zur Würde der Gotteskindschaft erhoben worden seid. Weil der Vater euch in die Arme nimmt und sagt, du gehörst zu mir. Du bist nicht nur Teil dieser Welt, die sterblich ist und die vergeht. Du gehörst zu mir in die Unsterblichkeit und bist mein Kind. Und er lässt das Mastkalb schlachten. Das ist das beste Kalb, das er hat. Das kommt jetzt noch obendrein. Der Vater hat viel Geld verloren durch den Sohn. Jetzt sagt er, jetzt machen wir erst einmal richtig Party. Kostet uns was, ist egal. Fest, mein Sohn war tot und er lebt wieder. Übrigens, kleiner Seitenhieb. Ich lerne manchmal auch so im christlichen Bereich relativ radikale Veganer kennen. Also für Jesus gehört zum richtigen Fest ein Mastkalb. Nix gegen Veganer. Es gibt gute Gründe, das zu sein. Und tatsächlich, wir müssen uns auch um unsere Schöpfung kümmern. Aber Jesus hat auch echt gut gegessen und hat immer wieder Party gehabt. Gell? Also jedenfalls, der Vater lässt sich das alles kosten, blamiert sich vielleicht vor seinen Nachbarn, weil er da losrennt und den jüngeren Sohn da liebkost und umarmt und abbusselt und dann noch die große Party steigen lässt und alle sagen, hat sie der noch alle? Ja, so ist der Vater. So ist der Vater von Jesus. Und jetzt möchte ich noch mit euch über die Frage reden, wer erzählt eigentlich die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen? Ich weiß, dass ihr morgen noch einmal nachdenken werdet über den älteren Sohn, der ja auch nicht so erlöst war, der sich auch nicht ins Fest des Vaters hineinnehmen lässt mit dem jüngeren Sohn, weil er doch so viel gearbeitet hat und immer alles getan hat, um seine Pflicht zu erfüllen. Irgendwie spürt man, aber das werdet ihr morgen vertiefen, der Ältere ist auch nicht so wirklich im Herzen des Vaters daheim. Ein wichtiges Detail für mich über die Frage, wer erzählt die Geschichte? Am Anfang des 15. Kapitels im Lukas-Evangelium steht, Lukas spricht zu Zöllnern und Sündern und zu Pharisäern und Schriftgelehrten. Und ich glaube, man kann sagen, grob gesagt, Zöllner und Sünder, das sind die, die von Gott davonlaufen. Auch in seiner Gesellschaft, das sind die vielleicht Verachteten. Und Pharisäer und Schriftgelehrten sind vielleicht die, die das mit dem Gesetz immer extrem genau nehmen, aber sich vielleicht schwer tun, mit dem Herzen bei Gott zu sein. Und Jesus erzählt diese Geschichte von den beiden Söhnen, den beiden Gruppen. Und irgendwie spürt man, dass die Familie Gottes zerspalten ist. Dass die Söhne zerspalten sind. Und jetzt sage ich mal was Gewagtes. In den beiden Söhnen kommt der zerspaltene Jesus zum Ausdruck. Warum? Da gibt es den Erzähler, der ganz weit raus in die Fremde geht, wie der jüngere Sohn. Ganz weit raus. In die letzte Gottverlassenheit, zum allerletzten Sünder geht er und will ihn retten. Er wird Mensch. Er geht ans Kreuz. Er fährt in die Totenwelt runter. Jesus geht tiefer in die Fremde, als je irgendjemand in die Fremde gegangen ist. Und gleichzeitig ist derselbe ganz daheim beim Vater. Im Herzen daheim beim Vater. Jesus ist nicht gespalten. Jesus ist daheim. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich vorhin euch als Angebot für die Frage nach Freiheit gemacht habe, man selbst sein im Herzen eines anderen. Man selbst sein im Herzen eines anderen.
Meine Lieben, ich glaube, solche Erfahrungen dürfen wir in Beziehungen unter uns machen. Auch wenn wir erleben, dass Beziehungen unter uns schwer sind und nicht immer gelingen und dass wir auch da manchmal zu Abhängigkeiten neigen, wirklich frei, du selbst, wirst du, wenn du heimkommst und im Herzen des Vaters ruhen darfst. Ich glaube, nie hat ein Mensch je so frei und wahrhaftig geredet wie Jesus. Warum? Weil er im Herzen, in seinem ganzen Dasein, im Untergrund, sich immer in der Gegenwart des Vaters gewusst hat. Wenn du in der Gegenwart des Vaters lebst, bist du frei, bist du ein Königskind. Wirst du aber lernen zu spüren, dass das, was der Vater für dich will, das Allerbeste für dein Leben ist. Frei sein, man selbst sein im Herzen eines anderen, erfüllt sich zutiefst, wenn du im Herzen des Vaters daheim bist. Warum ist Jesus gekommen in diese Welt? Warum kommt Jesus in die Welt, sammelt Jünger, will sein Volk Israel wieder sammeln, isst mit den Sündern, geht zu den Zöllnern, den Prostituierten, geht auf die Straße, heilt die Leprakranken, predigt, tut Wunder. Warum das alles, einschließlich seines brutalen Kreuzestodes, seiner Folter, seines Verworfenwerdens? Aus dem einzigen Grund, weil er dich und mich mit dem Vater versöhnen will. Jesus ist gekommen, um uns heimzuholen ins Herz des Vaters. Wir sind irgendwie alle entlaufene Kinder Gottes und Jesus will uns heimholen. Und meine Lieben, das kostet ihn was. Wir sind alle nicht gut in Beziehungen, sagt Brad Pitt, obwohl er oft den Helden gespielt hat. Der Allerbeste in Beziehungen ist Jesus und er lässt sich das alles kosten, was es gibt. Durch sein Blut, durch sein Kreuz, durch seine Liebe darfst du zurück zum Vater. Meine Lieben, er ist in dieser Kirche gegenwärtig, in unseren Sakramenten gegenwärtig, in seinem Wort gegenwärtig und er ist in der Beichte gegenwärtig. Wenn du die Geschichte vom verlorenen Sohn und seiner Heimkehr innerlich mitvollziehst, dann spürst du, wie das eine Geschichte unseres Lebens ist, die dir helfen kann, in das unfassbare Geschenk der Beichte zu kommen. Was heißt Beichte? Du kannst mit deinem ganzen Mist kommen, mit deiner ganzen Entfernung von Gott, mit dem, was in dir unehrlich ist, mit dem, was in dir von irgendwelchen Dingen abhängig ist, was in dir neigt zum Neid, zur Bosheit, zu all das. Ne? Du kannst das alles bringen und immer wieder neu anfangen. Der Vater kennt dich und er liebt dich und er will das Beste aus dir herauslieben. So wie er schon im Schweinestall beim verlorenen Sohn gegenwärtig war und hat gesagt, jetzt kommst du zur Besinnung, jetzt kann ich anfangen, das Beste aus dir herauszulieben. Komm zurück, bekenn, was du auf dem Herzen hast. Stell dich in die Wahrheit, sag's einfach und der Vater kommt dir entgegen und liebkost dich und fällt dir um den Hals und im Himmel ist fest, für jeden Einzelnen, der umkehrt und sich wieder neu in die Arme des Vaters wirft. Ich möchte dich einladen, diesen Abend heute zu nutzen, zur Beichte zu gehen. Es sind, wenn ich das richtig gehört habe, über 100 Priester da, die heute bereit sind, Beichte zu hören. Dank an all die Priester, die hier sind.
Wenn du es schon lange nicht mehr gemacht hast und dir das vielleicht peinlich ist, weil du denkst, mein Gott, was sage ich denn? Und jeder normale Priester, und das sind hier lauter Gute, der hilft dir und sagt dir, also hilft dir, wie es losgeht, fängt mit dem Gebet an, macht ein Kreuzzeichen und du fängst dann einfach an. Ich rate dir vielleicht drei Aspekte oder vielleicht vier. Erstens, wie geht es mir in meinem Verhältnis zu Gott? Bin ich weit weg oder bin ich nah dran? Habe ich ihn auf dem Herzen? Denke ich immer wieder mal an ihn? Will ich, dass Jesus der König meiner Seele ist? Wie geht es dir mit Gott? Betest du? Oder läufst du dauernd weg? Erster Punkt, mein Verhältnis zu Gott. Zweiter Punkt, mein Verhältnis zu den anderen. Wie gehe ich mit den anderen um? Wie sind meine Beziehungen? Klebe ich an denen? Mache ich die von mir abhängig? Ärgere ich die? Verletze ich die? Habe ich die richtig gern? Bin ich dankbar für die? Bin ich froh, in meiner Familie zu leben, weil ich da gute Leute habe, Menschen habe? Wie geht es dir mit deiner Beziehung zu deinen Mitmenschen? Und dritter Punkt, wie gehst du eigentlich mit dir selbst um? Wie gehst du mit dir selber um? Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, das ganze Paket, du spürst selber, manches davon ist nicht richtig gut. Wir haben schlechte Angewohnheiten, wir haben Dinge in uns. Nimm alles einfach mit rein und sag's. Und ich sag dir jetzt auch nochmal, was wirklich vertrauensvoll ist, ein Priester ist absolut ans Beichtgeheimnis gebunden. In dem Augenblick, in dem er das Beichtgeheimnis verrät, exkommuniziert er sich quasi selber. Mein Kirchenrechtler in Benediktbeuern, wo ich das studiert habe, hat einmal ein ganz extremes Beispiel und hat gesagt, weißt du, stell dir vor, du bist ein Priester und ich würde zu dir kommen und sagen, ich habe dich eben vergiftet, aber jetzt tut es mir leid. Eigentlich dürftest du das Wissen, das du aus der Beichte hast, nicht verwenden, um dich nachher zu retten. So absolut ist es. Es sei denn, der, dem es leid tut, sagt, okay, ich lasse dich das Wissen verwenden, jetzt nimm irgendein Gegengift. Ne? Aber das war nur ein Beispiel dafür, wie absolut das Beichtgeheimnis ist. Das heißt, du kannst wirklich vertrauen. Ein Priester vergisst das Ganze wieder. Und glaub nicht, du mit deinen paar Sünden, das ist unfassbar peinlich und Gottes Willen, was soll der von mir denken? Hey, jeder normale Beichtstatter hat schon so viel Mist gehört, da fallen deine paar Sünden auch nicht mehr ins Gewicht. Echt? Also, heute Abend möchte ich dich einladen, auch wenn du schon länger nicht mehr warst oder viele machen es ja regelmäßig, geh zur Beichte, reinige dein Herz, kehr heim ins Herz des Vaters, fühl dich umarmt und dann glaube ich wirklich, kann auch der Heilige Geist in dir wirken, durch dich wirken und kann richtig auf uns hier niedergehen, auf uns und in uns und dann gibt es irgendwie so einen Zusammenschluss und dann strahlt ihr und geht nach Hause und denkt, wow, war das gut, Loretto, ich bin daheim beim Vater und ich bin in der Gemeinschaft von Jesus und habe hier lauter Brüder und Schwestern, die dasselbe denken und fühlen und bekennen wie ich. Danke euch, alles Gute, Gottes Segen.